Guten Morgen, willkommen auf der Westmesse in Wien, der Messe für Berufsstudium und Weiterbildung. Wir haben bereits den dritten Messetag. Wir wünschen Ihnen hier einen traumhaften schönen guten Morgen, auch bei uns hier im Vortragssaal C und auch Ihnen zu Hause, die Sie via Livestreaming mit dabei sind. Wir starten heute in diesem Samstag mit einem ganz wichtigen Thema. Es geht um die Ersten in einer Familie, die an der Uni was studieren möchten, an einer Hochschule. Und da gibt es an der Karl-Franzens-Universität Graz ein ganz tolles Programm, das nennt sich Peer Mentoring. Wir haben zu Gast die Eva-Maria Ploder und den Jombo Jocak. Beide sind von For Students, das ist die Studieninfoservice-Stelle an der Universität Graz. Und das ist perfekt, denn Sie beide haben das hinter sich. Sie waren die Ersten, die in Ihrer Familie sich für ein Studium entschieden haben und können sozusagen tatsächlich aus erster Hand beraten, wissen alles, warum das eben anders ist, wenn man als Erste in einer Familie studiert. Und deswegen möchte ich gleich mit Ihnen anfangen, liebe Eva-Maria Ploder. Dieses Peer-Mentoring-Programm, warum braucht es das eben für Menschen oder warum hat man begonnen, das zu starten, wenn man als Erste in einer Familie auf eine Universität geht? Also wir haben mit dem Projekt gestartet, eh schon, wie gesagt, weil es sehr wichtig ist, einmal dieses Thema überhaupt sichtbar zu machen. Und für mich ist es vor allem sehr wichtig, weil der Hintergrund oft ein ganz anderer ist, weil die Information oder die Unterstützung, die man erhaltet, oft nicht da ist vom Elternhaus. Und deswegen gibt es eben dieses Peer-Mentoring-Projekt, das der Jombo und ich, die sozusagen Mentoren, Role Models sind für all jene, die eben Ansprechpersonen brauchen und die auch vor allem zu Beginn des Studiums bei der Organisation, beim Einstieg zur Seite stehen. Nachdem Sie beide jetzt tatsächlich die Ersten waren in Ihrer Familie, die ein Studium gewagt haben, sich für ein Studium entschieden haben, dürfen wir Ihre beiden Erfahrungen ein bisschen hören, damit auch unser Publikum vielleicht sieht, denen ist ja gleich gegangen wie mir oder die sind von den gleichen Herausforderungen auch gestanden. Das wäre schön, wenn Sie beide uns sozusagen Ihre persönlichen Erfahrungen schildern könnten. Bitte sehr. Ja, also ich habe in Graz maturiert und für mich war das nicht selbstverständlich, dass ich dann ein Studium beginne an der Universität. Und ich habe mich sogar für Lehrberufe beworben, weil das von meinen Eltern dann auch so gekommen ist. Und der Grund, warum ich dann schlussendlich auf die Universität gegangen bin, ist, weil mein ganzer Freundeskreis, also die Freunde, die mit mir auch schon in der Schule waren, alle studieren gegangen sind. Und die wiederum haben auf der anderen Seite gesagt, okay, na komm, studieren. Und waren auch sehr viele dabei, die auch Akademiker als Eltern haben. Und ich war dann am Anfang ziemlich überfordert einmal mit der Frage, okay, was soll ich überhaupt studieren? Wie finde ich jetzt das richtige Studium? Und für viele war es eigentlich klar, ich studiere in diesem Bereich und ich war schon einmal am Anfang mit der Auswahl ein bisschen überfordert. Habe dann auch mit einem anderen Studium begonnen, als das ich jetzt studiere. Und habe dann am Anfang auch einmal eine Phase gebraucht, um überhaupt das System kennenzulernen. Es war für mich dann oft ein bisschen schwierig, weil meine Freunde, wie gesagt, alle gewusst haben, um was es geht, also wie man sich einschreibt, was man auf der Uni überhaupt macht. Und das war für mich dann auch schwierig und war dann auch schon ein bisschen gehemmt, überhaupt nachzufragen, weil es für alle rundherum selbstverständlich war. Obwohl es Ihre Freundin, obwohl es Ihr Freundeskreis war? Ja, obwohl es mein Freundeskreis war, genau. Okay, also sozusagen, Sie haben maturiert. Genau. Ihre Eltern haben jetzt, wie haben Ihre Eltern eigentlich reagiert mit Ihrem Entschluss? Also ich habe damals auch mit Ethnologie zum Studieren begonnen. Also das ist jetzt auch ein Fach, das jetzt auch nicht bekannt ist. Und die waren am Anfang nicht zufrieden, also weil sie auch überhaupt nichts mit dieser Studienrichtung anfangen haben können. Und da sind auch die Fragen dann kommen, ja, was macht man schlussendlich mit dem Studium, was bringt das? Und auch die Argumente, die es auch gibt, ja, es gibt ja eh so viele arbeitslose Akademiker und in diese Richtung. Und ja, die Anfangszeit war sehr schwierig für mich auch, aber
mittlerweile sind sie dann eh sehr unterstützend. Aber es ist dann halt auch oft die Frage, also wenn man nach Hause geht und erzählt, was man so macht, eine Seminararbeit schreibt, das ist halt schwer nachzuvollziehen, weil man auch oft die Arbeit dahinter nicht sieht. Und das ist oft bis heute für mich irgendwie schwierig, weil ich wieder gesagt habe, ja, jetzt bin ich wochenlang und Nächte an einer Arbeit geschrieben und dann gibt man es vielleicht zum Durchlesen. Und dann ist halt oft die Frage im Raum, ja, aber so viel Arbeit schaut das jetzt irgendwie nicht aus. Und das sind dann halt oft die Schwierigkeiten, die da sind. Aber umso großartiger, dass Sie einen Studienwechsel gemacht haben, was man vorstellen könnte, was so das mittlere Drama vielleicht war, möglicherweise, oder auch für Sie, also das wirklich zu machen und auch durchzuziehen und vor den Eltern vielleicht auch zu sagen, obwohl man eine erwachsene Frau ist und obwohl man für sich selber entscheiden darf, wie haben Sie diese Hürde gemeistert? Also haben Sie dort dann schon Hilfe bekommen an der Universität oder sich selber durchgekämpft? Also es war eine langwierige Entscheidung, weil für mich war es eigentlich schon nach dem ersten Semester klar, okay, das ist jetzt nicht das Richtige, und habe aber dann doch noch 2 weitere Semester durchgehalten, weil es eben auch von den Eltern nicht verstanden worden ist, warum man jetzt wechselt und man verliert so viel Zeit und was man anfängt, sollte man auch fertig machen, so in die Richtung. Aber es hat dann einfach nicht gepasst und ich habe mir dann selber also auch erkundigt auf der Uni, wie das funktioniert. Und es gibt ja eh schon, wie gesagt, Full Students, die Anlaufstelle, die ja generell auch bei Beratungen hilft. Und so habe ich das dann auch geschafft, das irgendwie durchzubringen, genau. Danke vielmals für Ihre sozusagen Hintergrund zu dieser Geschichte, lieber Jomba Jocak. Auch Sie sind der Erste in Ihrer Familie, der sich für ein Studium entschieden haben. Auch Sie arbeiten jetzt in diesem Peer-Mentoring-Programm an der Karl-Franzens-Universität. Also das ist ja die beste Beratung von jemandem, der es selber erlebt hat, dann für andere, die vor dieser Entscheidung stehen. Wie war das bei Ihnen? Also bei mir war es auch, ich habe die AHS-Matura gemacht und für mich war es eigentlich danach auch schon klar, ich möchte studieren gehen. Meine Eltern haben mich auch ganz gut dabei unterstützt. Obwohl ich jetzt nicht der großartige Schüler war, habe ich gewusst, ich werde studieren. Und meine Eltern haben das auch gut unterstützt, aber sie haben mit dem halt nicht wirklich was anfangen können, weil sie selber nicht studiert haben. Sie haben nicht gewusst, wie das abläuft und alles. Und da war ich halt ein bisschen auf mich alleine gestellt. Natürlich habe ich auch meine Freunde gehabt, die mit mir gleichzeitig an der... Also zuerst habe ich auch an der Technischen Universität studiert, habe dort Maschinenbau angefangen, gleichzeitig mit einem guten Freund. Irgendwie haben wir das zusammen ganz gut gemeistert. Aber für uns war beide dann klar, irgendwie Maschinenbau, das wird jetzt nicht das Studium, was wir fertig machen werden, weil uns so viele technische Hintergründe gefehlt haben. Dann habe ich mich dann entschieden, auf die Karl-Franzens-Universität zu wechseln und wie jetzt auch Umweltsystemwissenschaften zu studieren. Und ja, dort war ich dann wirklich dann ganz alleine. Aber ich habe jetzt ja die Grundlagen schon können. Aber trotzdem bin ich auf manche Sachen sehr spät erst drauf gekommen, wo ich im Nachhinein jetzt denke, ja, es wäre schön gewesen, wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte. Zum Beispiel, da wollen wir jetzt einhaken. Ja, zum Beispiel das mit den Prüfungen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich jetzt eine Prüfung jetzt nicht beim ersten Termin mache, zum Beispiel, dass ich werde nie mehr fertig in Mindestzeit oder ja, diese Terminsachen, also dass man die so strikt einhalten muss, was auf der Universität jetzt nicht wirklich der Fall ist. Man organisiert sich den Stundenplan selber und schaut halt, dass man so zügig wie möglich dann zum Abschluss kommt. Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen, wo Sie mit Ihrem Freund zuerst an der Technischen Universität angefangen haben? War in Ihrem Freundeskreis auch ausschließlich Kinder oder Freunde, die schon den Hintergrund gehabt haben von jemandem, der studiert hat? Oder haben alle die gleichen Rahmenbedingungen gehabt wie Sie? So genau kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, die meisten haben schon akademischen Hintergrund gehabt durch die Eltern. Und ja, es war wirklich so, dass ich mich sehr an meine Freunde orientiert habe. Also wenn wir uns nicht untereinander ausgetauscht hätten, wäre es schon sehr schwer gewesen, muss ich dazu sagen. Eva-Maria Bloder, darf ich Sie noch einmal fragen? Sie haben gesagt, also Ihr Freundeskreis war es, alle haben gesagt, wir gehen studieren und liebe Eva-Maria, komm doch mit. Die waren aus einem Akademikerhaus unter Anführungszeichen, also die haben gewusst, wie das funktioniert oder schon Geschwister gehabt, die studiert haben. Warum glauben Sie, tun die sich leichter und was ist bei Ihnen beiden und bei vielen anderen, die eben als Erste in einer Familie studieren möchten, warum ist das anders?
Ich glaube vor allem das Wissen in der Familie auch schon, weil für die war es auch bei den Eltern klar, das Kind also wird studieren gehen und es ist völlig normal, auf die Uni zu gehen und es ist auch völlig normal, jetzt eine Prüfung zum Beispiel nicht beim ersten Mal zu schaffen und dass das Organisieren am Anfang anstrengend ist, sehr schwierig ist und das war bei mir, habe ich das Gefühl, nicht so selbstverständlich, einmal überhaupt diesen Schritt auf die Uni zu gehen. Und das, glaube ich, ist auch der große Unterschied. Und auch die Information, wie finanziert man das, was kommen für Kosten drauf zu, was bringt mir ein Studium jetzt eigentlich wirklich? Ich glaube, dass das der Unterschied ist. Sind es auch so Begrifflichkeiten? Sie haben es gesagt, also Sie tun sich heute noch schwer, obwohl Sie schon eine super Studierende, schon viele Jahre ja sind, Sie studieren jetzt Psychologie. Das ist mit Begrifflichkeiten, also wenn Sie Ihren Eltern erzählt haben, ich bin in einem Pro-Seminar, ich gehe eine Vorlesung, ich habe ein Seminar oder muss eine Seminararbeit schreiben, dass sozusagen die Begrifflichkeiten fehlen zu Hause und somit auch eher das Verständnis oder die Vorstellung auch vielleicht nur, ja, was macht sie denn, die Eva Maria? Ja, also wie gesagt, Psychologie ist schon leichter zu fassen als Ethnologie für meine Eltern auch und da weiß man circa ungefähr, was man zumindest danach machen kann. Aber während dem Studium ist es immer noch schwierig und auch wenn man sagt, okay, jetzt ist Prüfungszeit und da sind viele Prüfungen zu machen und es ist anstrengend und das ist dann immer schwierig, wenn irgendwas Familiäres dazwischen kommt, dann kommt, ach, mach halt einmal eine kurze Pause, das geht sich ja trotzdem aus. Wobei man halt das Verständnis dann von anderen Eltern, also Akademiker-Eltern, doch hat, ja okay, passt, das ist Prüfungszeit, das ist eine schwierige Zeit zum Beispiel und das ist heute noch immer schwierig, genau. Okay, lieber Jomba Jocek, wollen wir sozusagen einmal das Ganze uns anschauen, wie das Peer-Mentoring abläuft. Und zwar, ihr seid zwar an der Universität angesiedelt, an der Karl-Franzens-Universität Graz, aber ihr müsst, eure Zielgruppe ist ja eigentlich noch bevor sie studieren geht. Also bevor jemand sozusagen sich entscheidet für ein Studium an der Universität, beziehungsweise natürlich auch für welche, die tatsächlich dann sich schon inskribiert haben, aber gesagt haben oder sehen, okay, da gibt es eine eigene Anlaufstelle für mich, die auch als erste in einer Familie studiert, dann ist das natürlich auch die Zielgruppe, aber sozusagen schon im Vorfeld jungen Menschen das zu erleichtern oder auch deren Eltern. Was bietet sozusagen das Peer-Mentoring? Unser Ziel ist es, wie schon bereits gesagt, Schüler und Schülerinnen bereits im Matura-Jahr bestenfalls zu kontaktieren oder in Kontakt zu kommen. Das kann entweder durch Schulbesuche sein oder durch Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür, Schnupper-Uni oder Ähnlichem. Und ja, dort das erste Mal in Kontakt zu treten und dadurch gleich einmal sozusagen die Berührungsängste zu reduzieren. Und dann, dass sie sich vielleicht bei uns melden, vielleicht wenn sie Interesse an einem Studium haben. Und da gibt es halt die Möglichkeit für Schüler und Schülerinnen, dass sie bei uns an die Karl-Franzens-Universität kommen und an dem Programm Uni-Erleben teilnehmen. Da besuchen sie mit uns eine Vorlesung, bekommen einen tieferen Einblick in das Studium, also Studienablauf, Studienplan und alles, was dazugehört. Und schlussendlich auch eine kleine Campusführung auf der Karl-Franzens-Universität. Und später, das Ziel ist halt, dass sie sich nachher, wenn sie sich wirklich dafür entscheiden, an der Karl-Franzens-Universität zu studieren, dass man in Kontakt bleibt und auch bei den ersten Schritten dann an der Universität ihnen hilft. Das heißt also, wie funktioniert das so? Sie haben es erzählt, also man muss keine Panik haben, wenn man irgendwie die Prüfung nicht aufs erste Mal geschafft hat, dass man dann irgendwie zu lange braucht oder irgendwelche Stipendien nicht mehr bekommt, sondern also ihr nicht nehmt da die Menschen an die Hand, das will ich jetzt nicht sagen vielleicht, aber unterstützt beratend und gibt sozusagen einen Hinweis oder Tipps, wie man das gut organisiert oder wie das funktioniert. Und ich denke, dass man dann, keine Ahnung, noch am bis Dezember, März irgendwann einmal drinnen ist in diesem System auch vermutlich. Ja genau, es gibt sicher Schüler und Schülerinnen, die nicht so viel Erfahrung gehabt haben in der Schule mit negativen Noten zum Beispiel, aber kommt da mal vor, dass man auf der Universität eine Prüfung nicht schafft. Man hat dann auch natürlich wieder mehr Versuche, insgesamt 4 Versuche und es gehört einfach zum Studentenleben dazu. Jeder oder jede vermasselt einmal eine Prüfung. Und das gehört dazu und das wollen wir auch denen zeigen, dass es ganz normal ist und dass sie trotzdem am Ball bleiben und nicht gleich ja, alles hinschmeißen und trotzdem den Weg
als Absolvent und Absolventin abschließen. Eva-Maria Bloder, Sie haben es erzählt, oder Ihre Geschichte beinhaltet noch einen Aspekt. Jetzt sind Sie jemand, Sie haben also einen Freundeskreis gehabt, die, wo also schon Geschwister oder eben Eltern ein Studium absolviert gehabt haben. Wie wichtig ist denn das Netzwerken auf einer Universität, also als Jungstudierender oder Neustudierender? Jetzt eben, wenn man sozusagen, Sie beide kommen aus Graz oder Graz Umgebung, aber wenn halt jemand, die Steiermark ist ja riesig, auch, da gibt es auch hinterste Täler, ja. Wenn man von dort tatsächlich nach Graz dann kommt und vor Ort jetzt kaum bis überhaupt niemanden kennt, verschärft es die Situation noch einmal und bietet es ihr dann auch eigene sozusagen Begleitungen an oder irgendwie so Treffpunkte, wo ihr eine Hotline einrichtet oder wie könnt ihr da jemanden unterstützen? Also wir finden das sehr wichtig, dass man vor allem ein soziales Netzwerk hat. Und was wir machen ist, wir bieten Stammtische an. Also, dass sich die Leute auch untereinander vielleicht kennenlernen. Es ist dann zwar zwischen verschiedenen Studienrichtungen, aber dass man zumindest einmal Gleichgesinnte auch trifft. Was wir auch machen, wir weisen hin, weil oft viele Studienrichtungen auch schon erstsemestrigen Tutorien zum Beispiel anbieten. Und dass wir dann darauf hinweisen, geht's zum Beispiel zu diesen Veranstaltungen hin, wo sie auch Leute treffen können oder was eben auf der Uni auch so angeboten wird, damit die Leute eben auch einen Anschluss finden. Genau. Sie beide sind ja in der Beratung. Was sind denn so die häufigsten Widerstände, mit denen Jugendliche oder auch, muss ja nicht der Jugendliche sein, kann ja auch schon ein Erwachsener sein oder eine erwachsene Frau oder Mann, die ein Studium beginnt, aber selber nicht aus diesem Hintergrund kommt. Was sind denn so die meisten Widerstände, gegen die sich so durchkämpfen müssen? Sehr oft, was kommt, ist die Finanzierung, die Studienfinanzierung, weil ja auch von Anfang an jetzt nicht klar ist, wie viel Stipendium wirklich ausgeschüttet wird, sondern das erfahrt man ja meist erst in den ersten paar Monaten. Und oft ist es auch dann der Schritt, wirklich auf die Uni zu gehen. Also es kommen sehr viele, also Schüler und Schülerinnen, die schon sehr interessiert sind, die oft auch schon wissen, in welche Richtung, aber dann noch einmal der Schritt, dann wirklich auf die Uni zu gehen. Jumbo Jucak, Sie haben erzählt, eben dieses, Sie bieten im Vorfeld schon Angebote an, auch wo man sozusagen mal die Uni sich anfühlen kann. Wie wichtig ist denn das aus Ihrer Sicht? Also wirklich reingehen schon im Vorfeld, weil eine Universität ist ja ein öffentlicher Ort, man darf sich ja hineinsetzen, es gibt ja auch organisierte Programme, wo man sozusagen einmal dieses Flair mitkriegt, auch diese Größe an einer Universität, wobei es gibt ja kleinere und größere, wobei Graz ist sehr groß, sozusagen damit man die Scheu verliert. Ist das wirklich etwas, was man aktiv sozusagen minimieren kann, dieses Gefühl? Ich denke schon auf jeden Fall, weil man hat nicht wirklich eine Idee oder man weiß nicht, was jetzt an einem erwartet, wenn man zum Studieren beginnt. Und wenn man jetzt, natürlich darf man sich normalerweise auch in Vorlesungen einfach dazusetzen, aber es ist natürlich was anderes, wenn mich jemand begleitet, der das weiß, wie das ausschaut und so, wo ich hin muss und wie so ein Hörsaal ausschaut und mir alles erklärt. Das macht es dann schon ziemlich einfacher. Und aus Erfahrung kann man sagen, dass die Schüler und Schülerinnen, die bei uns waren, auch sehr begeistert waren mit diesem Programm und es hat ihnen sehr gut gefallen, glaube ich. Und natürlich, weil es wirklich so einen schönen Einblick gibt, wie das Studentenleben so ausschaut. Jetzt sind Sie beide ja sehr selbstbewusste junge Menschen und kommunikativ, aber jemand, der anders gestrickt ist, der etwas schüchterner ist, eben vielleicht auch nicht gewohnt ist, in einer großen Stadt zu leben oder sich vorzustellen, ich muss da hinziehen, wenn ich dort studieren möchte. Was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn da noch? Also eben hilft eben das Hingehen natürlich, aber hilft auch schon dieses Gespräch mit Ihnen beiden in der Beratungsstelle, dass man da das Gefühl bekommt, okay, man wird nicht allein gelassen. Wie setzen ihr das? Dadurch, dass wir auch Studierende sind, haben sie mit uns eigentlich den ersten Kontakt mit Studenten und Studentinnen. Und ja, dadurch wird vielleicht nochmal die Angst genommen, weil man weiß ja nicht, wie diese Studentinnen auf der Universität ticken und dann sehen sie uns einmal und dann können sie sich ja so ein bisschen an uns abschauen, wie das sein könnte, in Kontakt zu treten mit anderen Studenten, und dann später auch vielleicht die Scheu zu nehmen, andere Personen einfach anzusprechen, weil vor allem am Anfang ist jeder gleich, also sie sitzen alle im gleichen Boot und da ist es
ganz normal, dass man Kontakte sucht und das, sie sind ja nicht allein, die Kontakte suchen, das macht jeder am Anfang. Es ist ja wichtig, dass man ein Netzwerk aufbaut, Freunde sucht, weil das macht das Studieren dann um einiges leichter, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Das stimmt, aber wie gesagt, nicht alle sind so tough und jemand, der schüchtern ist, tut sich das sicher schwerer. Aber liebe Eva-Maria Bloder, gibt es sowas auch wie Lerngruppen zum Beispiel, also für Erststudierende, also generell, wo man eben hineinfinden kann, wo man eben auf Gleichgesinnte trifft. Und klar, es beginnen alle ein Studium neu, aber jemand, der eben Geschwister hat oder Eltern hat, die mit Begrifflichkeiten, die sagt, so muss das machen, und jemand, der von irgendwo kommt und sich denkt, ich bin da verloren. Gibt es sowas, Lerngruppen zum Beispiel? Also Lerngruppen bei uns selber gibt es nicht, aber es gibt zum Beispiel dann auch von anderen Institutionen auf der Universität wo Lerngruppen angeboten werden, und da können wir wieder darauf hinverweisen. Was wir selber nur machen, ist eben dieser Stammtisch, wo sie die Möglichkeit haben, und wir bieten ihnen auch die Möglichkeit an, sich immer wieder zu melden, wenn irgendwas sein sollte, dass wir halt auch immer da erreichbar sind per E-Mail, oder sie können bei uns ins Büro kommen, so auf diese Art und Weise, genau. Wenn jemand als Erster in der Familie auf eine Universität geht, dann ist die erste Hürde auch schon, oder eine der ersten Hürden, die Studienwahl. Sie haben das gesagt, liebe Eva-Maria, und dann auch sehr oft die Finanzierung. Bei der Studienwahl, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier auf der Bestmesse auch sich zu orientieren. Aber macht ihr da eine sozusagen exklusive Beratung auch über das Peer-Mentoring? Ja, genau. Also es ist, meistens ist das wirklich schon so von unseren Erfahrungen her, dass die Leute schon ungefähr wissen, was sie oder in welche Richtung sie gehen möchten. Und wenn sie zu uns kommen, geben wir ihnen einmal einen Überblick über das Studium. Das heißt, es beinhaltet einmal, was heißt überhaupt zu studieren, aber auf der anderen Seite auch, was sind jetzt die groben Inhalte und was kann man damit im Endeffekt auch anfangen, also in welche Richtungen können wir gehen. Und das machen wir. Und vor allem über das Uni-Erleben für Schüler und Schülerinnen ist das noch einmal intensiver, weil man sich dann auch die Vorlesung eben anschauen kann und vom Inhalt vielleicht schon ein bisschen mehr mitnehmen kann. Jamba Jocak, alle Familien haben unterschiedliche finanzielle Rahmenbedingungen auch. Und wenn es zum Beispiel eine Familie, wo beide Vater und Mutter zum Beispiel in Berufen sind und Handwerker auch oder in der Gastronomie, dann ist sozusagen, wenn der junge Mann oder die junge Dame heranwächst und vielleicht eh schon Matura gemacht hat, was ja dann auch schon ein großer Schritt ist, und man so als Eltern sich vorstellt, so jetzt kann ich den noch mehrere Jahre durchfüttern, dann würde er oder sie arbeiten gehen, dann fällt natürlich ja auch ein großer Posten im Familienbudget weg. Ist das auch oft eine Hürde, was viele hemmt? Also ich kann doch meine Eltern nicht belasten, auch noch finanziell. Also was sie davor abhält, ein Studium zu beginnen? Ich denke schon, weil aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn ich jetzt nicht in Graz Umgebung aufgewachsen wäre, weiß nicht, ob ich dann die Möglichkeit gehabt hätte, in Graz zu studieren, weil ich kann nicht sagen, ob ich es meinen Eltern zumuten hätte können, das zu tragen. Aber es gibt viele Finanzierungsmöglichkeiten, den man beanspruchen kann, und wir helfen auch dabei, die Kontaktstellen geben wir weiter, und wenn Sie das auch möchten, die Personen, die zu uns kommen, begleiten wir auch gern dorthin. Nur wirklich, wie viel Geld jetzt da so bleibt, können wir natürlich nicht sagen, das geht über unseren Rahmen hinaus, und ja, wir versuchen halt das Beste zu machen, dass wir halt wirklich alle Anlaufstellen mit denen abgehen und dann schauen, dass halt ja den Wunsch eines Studiums ermöglichen natürlich. Können Sie so Beispiel oder kann einer von Ihnen beiden sagen, also welche Unterstützung es gibt? Gibt es sogar eigene Unterstützungen für jemanden, der als Erstes studiert? Gibt's da, wird das eigens gefördert? Zufällig? Möglicherweise? Eher nicht? Oder weiß man jetzt nicht konkret? Das wissen wir, glaube ich, leider. Wir können uns informieren. Wenn Sie dieses Thema haben, dann werden wir uns schlau machen. Aber ansonsten sozusagen, damit wir haben Eltern eben auch da und auch junge Menschen. Also können Sie sagen, so, welche Unterstützungen man grundsätzlich bekommt? Also Familienbeihilfe? Familienbeihilfe, dann gibt es natürlich die Studienbeihilfe. Und wenn man wirklich zielstrebig studiert, kann man im Nachhinein natürlich auch ein Stipendium beantragen. Eva-Maria, irgendwas Ergänzendes, was möglich ist? Es gibt dann von der ÖH auch noch die Möglichkeit, den Sozialtopf, da gibt es auch immer wieder Ausschüttungen, und es gibt auch von den Studienrichtungen auch wieder immer wieder Förderstipendien, die man sich dann auch anschauen kann und sich dafür bewerben kann, damit man auch noch zusätzlich Geld bekommt.
Okay, also wie gesagt, Sie beide, beziehungsweise am Peer-Mentoring bei den 4Students, da kann man das alles erfragen, da wird einem weitergeholfen, also da fällt niemand durch den Rost. Würdet ihr sagen, ihr seid, wo im Studium befindet ihr Sie sich eigentlich gerade? Schon am Ende oder? Genau, also bin ich in Psychologie im Masterstudium, Ende Masterstudium, genau. Wenn Sie jetzt an den Anfang denken, liebe Eva-Maria, was alles, so wie der Jumbo zuerst, hätten Sie gerne schon am Anfang gewusst? Einmal die richtige Studienwahl für mich und auch, dass das mit dem Wechsel leichter geht, wenn man jetzt zum Beispiel nicht das richtige Studium getroffen hat. Auch was der Jumbo schon angesprochen hat, dass man sich nicht jetzt den großen Druck machen soll, unbedingt jede Prüfung sofort zu machen, damit man ja in Mindeststudienzeit fertig wird. Und von den organisatorischen Sachen wären auch einige Sachen leichter gegangen. Wie ist denn die Anerkennung innerhalb Ihrer Familie jetzt oder auch in der Verwandtschaft, wenn sozusagen die Eva-Maria Bloder sozusagen vielleicht die erste ist oder bis dato noch immer die einzige ist, die ein Studium gemacht hat? Also von der Wertschätzung, von dem, wie das anerkannt wird oder wie nehmen Sie das wahr? Es ist schwierig. Also ich meine, meine Eltern, die sind sehr stolz mittlerweile. Also da gibt es gar nichts. Aber sobald man halt ein bisschen in die nähere Verwandtschaft ist, dann halt oft auch so irgendwie auch das Klischee, was man eben hat. Ach so, ja, was machst du die ganze Zeit? Eh nur Party quasi als Student. So diese typischen Studentenklischees. Ja? Und die Frage kommt dann auf, ja, und was machst du denn dann überhaupt damit? Und das ist dann eher für mich, geht es dann so ein bisschen ins Negative oft. Jumbo Jucak, muss man sich rechtfertigen für das, dass man studiert? Bei den Eltern. Eltern oder in der Verwandtschaft? Also so, was macht da denn der Bub? Ja, es ist immer schwer, den Eltern zu erklären, was man genau auf der Universität macht, wenn sie nicht wirklich den Einblick haben. Aber man kann, ja, ich weiß von meinen Eltern, sie stehen sicher hinter mir. Und ja, natürlich muss man sich immer etwas rechtfertigen, weil die Eltern wollen ja auch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Wo ist man gerade oder wie lange braucht man noch? Und ja, natürlich, das, rechtfertigen muss man sich immer in irgendeiner Weise natürlich. Jetzt sind ganz viele junge Menschen in der gleichen Situation, wie Sie beide schon einmal waren. Also vielleicht haben auch die Eltern früher selber nicht die Möglichkeit gehabt, studieren gehen zu können. Jetzt stehen die Kinder von diesen Eltern sozusagen zum ersten Mal oder hätten die Möglichkeit. Wie ist es? Also Sie beide haben sozusagen aus eigenem Antrieb und weil Sie sich geholfen haben im Freundeskreis oder wie auch immer, dass Sie durchgehalten haben. Warum ist das, also soll man ja nicht aufgeben, wenn man diesen Wunsch in sich trägt, dass man wirklich dranbleibt, abgesehen davon, dass es jetzt das Peer-Mentoring gibt, also dass man tatsächlich eine super Unterstützung hat. Aber was ist so für Sie das Gefühl, warum es gut ist, dass man echt da durchbeißt? Ja, mit dem Studieren verfolgt man ja ein Ziel. Man möchte sozusagen einen Traumberuf verwirklichen und sich einen Traum damit erfüllen. Man möchte ja später in seinem Leben etwas machen, was einem gefällt und was man mit gutem Gewissen auch machen kann. Und ich glaube, das ist auch das Größte und das Schönste am Studieren, wenn man nachher fertig ist und etwas macht, dass man ja so quasi einen Traum erfüllt. Eva-Maria Bloder, warum unbedingt dranbleiben? Genau, also der Jumbo hat es eh schon sehr gut getroffen. Also ich finde, unsere Aufgabe ist jetzt nicht, jemanden zu überreden, auf die Uni zu gehen, sondern einfach, wenn der Wunsch da ist und wenn ein Ziel da ist, das auch zu unterstützen, weil man eben auch seine Leidenschaft quasi findet und die dann auch machen soll, unabhängig, wo man herkommt, was für Möglichkeiten man vielleicht mitgegeben hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dran zu bleiben, damit man seine Ziele auch erreicht und die Leidenschaft auch dann behält schlussendlich. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage, und zwar, Sie sind in Graz an der Karl-Franzens-Universität. Das Peer-Mentoring ist dort angesiedelt bei 4Students. Wenn man dorthin kommt, dann ist man ja schon ein gutes Stück, sozusagen hat man sich schon öffentlicher gemacht, man sucht schon den Kontakt, aber ich denke, dass für manche vielleicht das schon schwierig ist. Kann man mit Ihnen beiden auch chatten? Kann man das auch telefonisch einmal abklären, so einmal vorsichtiger anfragen? Vielleicht auch, weil, wie soll man den Eltern möglicherweise erklären, dass man nach Graz reisen möchte? Gibt es auch da schon Zugänge?
Genau, also wir sind per E-Mail erreichbar und die meisten schreiben uns auch per E-Mail vorher, bevor sie kommen. Und wir haben auch jetzt mittlerweile Sprechstundenzeiten unter der Woche, wo sie sich auch gern telefonisch bei uns melden können. Genau. Und wir haben auch eine Facebook-Seite mittlerweile, wo wir auch erreichbar sind. Aber wie gesagt, das meiste läuft über E-Mail und wird auch über E-Mail ausgemacht. Okay, also das ist auch, was tatsächlich im Alltag so ist, sozusagen die erste Hürde einmal ist, überhaupt Kontakt aufnehmen und dann einmal sich vortasten, oder? Das ist auch in Ordnung so. Genau, der erste Schritt ist einmal, dass man wirklich in Kontakt tretet und so einfach auch, dass man sich einmal kennenlernt. Weil unser Ziel ist es auch, das Ganze recht persönlich aufzubauen, dass man so eine persönliche Beziehung zueinander hat und dass man das ja auch später, dass es das Ganze auch etwas freundschaftlich aufgebaut ist. In letzter Zeit sind sehr viele Eltern auch sehr übervorsichtig geworden, was ihre Kinder angeht, sehr oft auch, wenn es ein einziges Kind gibt. Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Sie einfach auch Eltern mitberaten, die einfach Scheu haben oder die einfach Sorge haben oder die einfach selber eben nicht genau wissen, was macht mein Kind da eigentlich? Natürlich, und wir möchten dazu sagen, dass Eltern auch herzlich willkommen sind. Wir finden das auch sehr gut, weil auch die Eltern sollten wissen, was das Kind dann auch auf der Universität macht. Und wir freuen uns auch, wenn die Eltern sich mit informieren, weil oft hatte man ja nicht die Möglichkeit, sich auch als Elternteil zu informieren, ist natürlich auch klar. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, mit Kind und Eltern halt zusammen zu uns zu kommen und zum Beispiel dieses Uni-Erleben zu absolvieren. Vor allem denke ich, wenn diese Basis passt, dann ist das auch für jemanden, der als erstes in einer Familie studiert, ein ganz wunderbares, ein wunderbarer Halt, der, glaube ich, auch wichtig ist für die Studienzeit. Kosten tut das Ganze nichts, hoffe ich. Jawohl. Genau. Okay, also man kann sich telefonisch melden bei Facebook oder auch hingehen natürlich, das ist auch. Auch Eltern sind willkommen, das finde ich wunderbar, dass sie das auch dazu sagen. Eben wie gesagt, dass man da, je mehr man weiß und je mehr man aufklären kann und sichtbar machen kann, umso vertrauter wird das Ganze auch. Wo soll es hingehen nach dem Studium? Das kann ich jetzt noch genau sagen. Ich bin jetzt genau zwischen dem Sprung zwischen Bachelor und Master und ich möchte mir eigentlich die ganzen Türen noch offen halten und dann schaue ich mal, was nach dem Studium sich so ergibt. Eva-Maria Bloder, Sie sind in der Beratungsstelle auch. Werden Sie das auch nach Ihrem Abschluss bleiben? Ja, also der Richtige ist bei mir auch noch nicht ganz klar. Es ist noch die Entscheidung, ob es eher in den klinischen Bereich geht oder doch in die Arbeits- und Organisationspsychologie für mich, wo man dann mehr mit Beratung auch zu tun hat, wahrscheinlich. Aber so ganz ist noch nicht geklärt, genau. Wunderbar. Sind Sie beide jetzt am Stand der Karl-Franzens-Universität noch zugegen? Ja. Okay, freuen wir uns nämlich sehr, denn diese beiden Herrschaften waren die ersten in ihrer Familie, die auch ein Studium begonnen haben. Und es gibt an der Karl-Franzens-Universität Graz, wie übrigens auch an allen anderen Universitäten, gibt es Programme eben für die Ersten, die in einer Familie studieren gehen. Bei der Karl-Franzens-Universität heißt das Programm Peer Mentoring. Also wenn Sie möchten, die beiden haben, glaube ich, da Karteln oder so Flyer mit, gerne auch nehmen oder einfach gleich Volley den Stand bestürmen und sich erkundigen. Auf alle Fälle freuen wir uns, dass ihr beide oder Sie beide aus den eigenen Erfahrungen heraus erzählt habt und auch über das Programm, dass man da wirklich geführt wird, dass es Hilfen gibt, dass man da wirklich Menschen hat, die das erstens einmal auch selber erlebt haben und dass es Unterstützungen gibt bei der Wahl, bei der Finanzierung und überhaupt. Danke vielmals. Danke auch, ja. Bitte gerne. Damit haben wir sozusagen diesen Samstag eröffnet hier im Vortragssaal C. Die ersten in Ihrer Familie, die an die Universität gehen. Ganz was Aufregendes. Und wenn Sie möchten, schön, wenn Sie dann sitzen bleiben. Wir stellen nämlich gleich vor die US-amerikanischen Universitäten auf der Bestmesse. Auch die sind vertreten. Wir freuen uns sehr über Molly Rosa. Und sie wird uns über die US-amerikanischen Universitäten hier auf der Bestmesse berichten.
Dankeschön und ansonsten nützen Sie unbedingt auch diesen Tag hier aus auf der Bestmesse. Bis 18 Uhr ist sie heute geöffnet, morgen noch bis 17 Uhr. Ein Riesenprogramm, eine Riesenvielfalt, da kann man Studienwahl tatsächlich sofort ausprobieren. Universitäten sind da, Fachhochschulen, da kann man vergleichen, da kann man mit Studierenden reden. Ein tolles Angebot unter einem Messedach. Alles Gute!